Nö, musst du nicht. Alles klar. Ja, dann erzähl doch mal, du warst ja die Schnellste, die Geschwindeste. Du hast irgendwas auf dem Herzen. Und es ist ja immer so, wenn wir ein Problem von einer Person lösen oder drehen, dann ist es für alle da. Okay. Also, wo fange ich an? Also, wir hatten ja schon mal eine Session zusammen. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnern kannst. Ja, ich erinnere mich, du warst mal in diesem Mini-Mastermind, warst du mal dabei. Genau. Genau. Und da ging es ja auch hauptsächlich darum, dass du auch gefragt hast, was wollen wir eigentlich? Was will ich eigentlich? Und jeder hatte da so seinen Wunsch. Und ich war die Einzige, die gesagt hat, ja, was will ich eigentlich? Verdammte Scheiße, was will ich eigentlich? Jetzt ist es so, im Moment der Zustand. Ich wohne in Thüringen, ja, und arbeite seit 4 Jahren in München und pendel immer hin und her und habe gesagt, okay, das will ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr. Jetzt muss irgendwas passieren. Ich bin seit 3 Jahren ungefähr selbstständig als Freelancer und habe durch Corona die Aufträge verloren, sind weg. Und jetzt plötzlich kommt aus heiterem Himmel eine neue Arbeit auf mich zu, plus eine Wohnung, die ich kriegen könnte. Und jetzt stehe ich da und denke so, verdammt, will ich das jetzt eigentlich? Will ich das nicht? Wie soll ich es bezahlen gerade? Also es ist momentan so, das, was ich mir immer gewünscht habe, kommt jetzt, aber ich habe die finanziellen Mittel nicht dazu. Und jetzt frage ich mich, will ich das überhaupt noch? Also es ist Also, totales pass auf, ich fasse Chaos. kurz zusammen. Mach eine schnelle Pause. Die Dinge, die du dir eigentlich gewünscht hast, die sind jetzt da, aber du erzählst dir, dass du keine finanziellen Mittel dazu hast. Genau. Gut. Ja, gut. Ja. Ja. Und die Frage ist ja, wollte ich das eigentlich? Will ich das eigentlich? Vielleicht wollte Also, ich das wenn die gar nicht. finanziellen Mittel da wären, würdest du es wollen? Ja, da hätte ich gar kein. Ja, stimmt Also schon. willst du es. Ja, das ist ganz einfach rauszufinden, ja, diese Gedanken, die Blockaden, die Ängste, die wir haben, die uns immer trennen von dem, was wir wirklich wollen. Deswegen verunmöglichen wir uns auch immer unsere wahren Wünsche, weil wir nicht an sie glauben. Ich sage dir jetzt mal einen ganz tollen Satz und der stimmt immer. Dein Wunsch will dich auch. Genauso wie du ihn willst. Okay. So. Und diese ganzen Geschichten, ja, dieses Drumherum, ja, jetzt habe ich die finanziellen Mittel nicht. Da kannst du dich gerade selber mal auf die Probe stellen und kannst fragen, ja, wenn die finanziellen Mittel da wären, würde ich es dann wollen? Ja. Also gehen wir doch von einer Wunschrealität aus, wo dich nichts, aber auch gar nichts von dem trennt. Was jetzt anklopft, ja? Es klopft ja an, es klopft ja heftigst an. Sagt, okay, in deinem Unterbewusstsein war dieser Wunsch schon da. Ins Bewusstsein hast du es nie gelassen, weil die Überzeugung da war, die finanziellen Mittel sind nicht da. Richtig? Also ich höre da auch sowas, München ist ja viel teurer wie Thüringen. Die Lebenshaltungskosten in München sind ja viel teurer wie in Thüringen. Ja. Ja, Okay, schön. Aber wenn's dich jetzt wirklich, du siehst, das sind deine Geschichten, es sind deine Vorstellungen wieder, wo du dir nicht erlaubst, nach den Sternen zu greifen, obwohl die Sterne vor deinen Füßen liegen. Okay. Es ist nur die Angst. Die Angst, dass es finanziell nicht geht. Und die Angst, dass es, weil es halt unbekannt ist, davor hast du auch Angst. Das ist ein bisschen neu alles, ja. Es wäre komplett neu. Und du würdest dir jetzt mit deiner Angst und mit deinen Vorstellungen, von denen du nicht hundertprozentig weißt, ob sie überhaupt wahr sind, dass es ein finanzielles Problem wäre, das weißt du nicht. Du gehst jetzt einfach mal davon aus. Naja, was heißt davon ausgehen?
Du hast gesagt, du bist selbstständig. Ja. Du könntest also unglaublich viele Aufträge kriegen, wenn deine Energie stimmt. Es geht ja immer um diesen energetischen Match. Wer bist du und was strahlst du aus? Naja, ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt die Möglichkeit auf einen Job im Angestelltenverhältnis und habe so gedacht, naja, gut, das ist jetzt auch eine Nummer sicher. Kommt zwar dem, was ich will, dass ich Behandlungen mache, also Therapien mache, nicht nah, aber ich sage mir, okay, irgendwie musst du Geld verdienen, dann das ist irgendwie widerspricht sich in mir alles und ich weil es unlogisch ist, weil deine Gedanken eben sich widersprechen. Genau. Genau. Aber wie kriegt man die? Ich kriege sie nicht sortiert oder ich kriege keine Ahnung. Wenn das Geld da wäre. Wenn Geld kein Faktor wäre, was willst du? Wenn Geld kein Faktor wäre, dann hätte ich gerne meine eigene Praxis, wo ich meine Liege stehen habe, wo ich kraniosakrale Therapie machen könnte. Ja, wohne schon gerne in München. ja. Das würde ich gerne machen. Also das wäre mein Wunsch, aber da. Aber es geht ja nicht, weil ich ja so viele Geschichten in meinem Kopf habe, warum es nicht gehen soll. Aber du weißt ja, du gehst zuerst und dann sortieren sich die Umstände. Überleg mal in deinem Leben, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, weil du es unbedingt wolltest. Erinnerst du dich an was? Mhm. Ja? Und das wolltest du unbedingt. Da konnte dich keine 10 Pferde davon abhalten. Es war dir scheißegal. Wenn dir alle gesagt hätten, nein, das geht nicht, weil, hättest du es trotzdem gemacht. Mhm. Wie ist es rausgekommen? War das gut? Ja, immer. Am Ende war es das Beste. Richtig. Weil es energetisch immer so funktioniert. Weil deine Energie gibt vor, was sich in deinem Universum ereignet. Und deine Energie, weißt du, woraus deine Energie sich zusammensetzt? Woher kommt deine Energie? Weißt du das? Du machst ja kraniosakral, aber ich weiß, diese Denke ist da noch nicht so verankert. Das ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Deine Energie, wie kommt die zustande? Also ich weiß jetzt nicht, worauf. Ich frage nur, also du hast ja mal gute Energie, du hast ja mal schlechte Energie, oder? Ja. Du hast mal positive Energie, zielorientierte Energie und mal hast du so ein bisschen negative, destruktive Energie. Mhm. Richtig? Mhm. Mit welcher Energie kommst du zum Ziel? Na, mit positiver. Also mit positiven Gedanken. Genau, deine Gedanken. Es sind ausschließlich deine Gedanken, die deine Energie erzeugen. Da gibt es nichts anderes. Es wird einem immer so vorgekaukelt, das wäre so wahnsinnig schwierig und man müsste einen wahnsinnigen Hokuspokus machen. Aber letztendlich ist es eine ganz, ganz einfache Geschichte. Das sind die Gedanken. Und die Gedanken sind ja nicht nur, ich denke jetzt gerade an ein rotes Pferd, sondern die Gedanken sind ja auch, ich finde rote Pferde klasse, ich glaube, dass rote Pferde mir Glück bringen oder ich glaube, dass rote Pferde mir Pech bringen, rote Pferde gibt es nicht. Ja? Das sind ja die Gedanken. Das ist ja immer so eine ganze Geschichte, ein ganzes Bündel an Überzeugungen und so weiter und so fort. Und die erzeugen deine Energie. Und die wiederum macht dich magnetisch für Geld, für Freiheit, für München, eine tolle Wohnung in München. Ja? Also es ist alles in dir. Es ist alles da. Und jetzt hast du sogar den Luxus, dass es sogar
in 3D-Realität angucken darfst. Weil der Gedanke, dass du jetzt nicht mehr pendeln möchtest, ja? Mhm. Wie lange ist der schon da? Wie lange ist der schon aktiv? Na, jetzt seit einem Jahr ungefähr. Und mal mehr, mal weniger, ja? Wenn du losfährst irgendwo in München oder in Thüringen, dann denkst du, scheiße. Wenn du dann angekommen bist, denkst du, ja, ja, geht ja. Ja, genau. Es ist so einfach. Es ist so einfach, solche Gedanken zu durchschauen. Ja? Es ist wirklich so einfach. Und diese Gedanken, die treiben dich dann. Links, rechts. Geht ja, nein, ich will nicht mehr. Geht ja, nein, ich will nicht mehr. Und wahrscheinlich ist jetzt so gegen Ende, jetzt wo sich diese ganze Geschichte aufgetan hat, war wahrscheinlich der Gedanke, na, eigentlich habe ich jetzt echt keinen Bock mehr. Dominanter, richtig? Und dann siehst du ja schon mal, wie sich alles nach deinen Überzeugungen richtet. Wenn du eine Entscheidung stärker und öfter und klarer triffst, ich möchte jetzt in München leben. Ich sehe es mehr und mehr und ich habe mich schon mehr nach München orientiert. Ich bin schon weg vom Pendeln. Von Syrien bin ich eigentlich schon ganz lange weg. Jetzt bin ich auch langsam weg vom Pendeln und jetzt bin ich eigentlich in München. Ja? Living in the end, Neville Goddard. Dein Zustand war eigentlich, bin ich ja schon mehr in München. Richtig? Mhm. Mhm. Genau. Jetzt kannst du natürlich dorthin gehen, wo du möchtest. Du kannst auch nach New York gehen. Das ist völlig wurscht. Nur geht es mir darum, dass du erkennst, dass deine Vorstellung und dass deine Gedanken dich immer dorthin bringen, wo du möchtest. Nur zu welchen Umständen das kommt jetzt, ja? Das liegt auch an dir. Auch das bestimmst du. Ist deine Energie, ist deine Vorstellung, lebst du schon mehr in deiner Selbstständigkeit oder lebst du mehr im Angestelltenverhältnis, wobei ich das nicht bejahen kann? Das wäre auch nur so, ja, ja, ich glaube mit Corona und wer weiß, wie lange das noch geht und bla, bla, bla und blu, 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 wäre es für mich eigentlich besser. Richtig? Genau, das ist mein Gedanke. So, wer weiß, wenn der dritte Lockdown kommt, dann habe ich wieder keine Aufträge, dann geht es wieder von vorne los, dann ist wieder kein Geld da und ja, das ist relativ sicher. Das also ist verkaufst du deine Zukunft an die Angst vor dem dritten Lockdown? Ja, kann man jetzt, ja, so gesagt, ja, gerade. Findest du es geil? Nee. Nicht wirklich. Nee. An was würdest du am liebsten deine Zukunft verkaufen? An deine Begeisterung, oder? An deine Begeisterung, an dein eines Leben, was du in dem einen Leben für dich alles noch erleben willst, oder? Und dich davon irgendwelchen Ängsten, egal wie sie heißen und wo sie herkommen, abzuhalten, heißt, du manifestierst aus der Angst heraus. Du manifestierst dir noch mehr Ängste damit, ja? Weil wenn du auf den Zug aufsteigst, dann kannst du mal sicher sein, dass du betroffen bist. Wenn du aber auf den Zug nicht aufsteigst und sagst, ich bin super, ich habe immer meine Aufträge, ich werde immer einen Weg zu finden, zu arbeiten, ich werde den Menschen auf meine Art und Weise zu meinen Konditionen und zu meinen Bedingungen helfen können, immer. Es werden sich immer Türen öffnen. Ich kann darin vertrauen, weil ich das Gesetz der Schöpfung und der Kreation kenne. Und es folgt einfach alles meiner Entscheidung und meinen Gedanken und meinen Vorstellungen. Also bist du frei in der Wahl. Nur musst du dich irgendwann mal entscheiden. Weil sonst geht dein Zug immer zicki, zacki, zicki, zacki, zicki, zacki, oder? Genau, genau. Also, egal wie du dich entscheidest, es ist wurscht, wie du dich entscheidest.
das Wichtigste ist nur, dass du dich entscheidest und sagst, das ist gut. Das ist gut. Ja, man sagt ja immer, ja, hör auf dein Herz. Ja, aber wer ist denn dein Herz? Genau. Genau ist das der Punkt. Wenn ich das Herz nicht höre oder wenn ich sag mal, okay. Wieso höre ich denn das Herz von dir? Hörst du das? Natürlich. Das ist in deiner Begeisterung. Dein Herz ist begeistert. Dein Herz ist begeistert von dir. Dein Herz ist begeistert davon, dass du hier auf der Welt bist. Dein Herz ist begeistert von allem, was du kannst, was du machst und was du tust und was du bist. Weil wenn es nicht davon begeistert wäre, dann würde es nämlich aufhören zu schlagen. Und dann würde es sagen, ja, soll die doch verrecken. Okay. Kann man mal so krass so sehen, oder? Ist eine Ansage, ja. Ist eine Ansage. Ist eine Ansage. Und ich glaube, dein Herz wäre viel, viel begeisterter, wenn es dafür schlagen könnte, für dich in Begeisterung, als dass es da irgendwo schlagen muss und sagen muss, ja, die muss ich jetzt am Leben halten, damit sie einigermaßen über die Runden kommt. Kannst du ja davon ausgehen, dass dein Herz viel motivierter ist, dich am Leben zu halten für etwas, was dich begeistert? Ja, denk schon. Ja. Folge also immer deiner Begeisterung. Und jetzt hast du auch noch eine Erklärung dafür, weil dein Herz dann Bock hat, dich am Leben zu halten. Sehr gut. Klasse. Ich bin immer so krass manchmal. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber ich weiß, dass es gut ist, weil du es nie wieder vergisst. Stimmt, es ist genial, ja. Keine Ahnung, wo das herkommt. Also auch die jetzt ist vielleicht live ist oder in einer Aufzeichnung. Ich denke, wo hat die diesen Kram her? Ich kann es dir nicht sagen, aber ich weiß, dass es immer richtig ist. Manchmal denke ich selber, das kannst du jetzt ja wirklich nicht rauslassen hier, so eine krasse Nummer. Aber ich weiß, du wirst es nicht vergessen. Ja, das finde ich auch so gut an dir, dass du auch in deinen Videos, wenn ich die höre, denke ich so, wow, knallt die dir wieder was um die Ohren, aber es ist genial. Ja, und dein Herz knallt dir auch die ganze Zeit diese Sachen um die Ohren. Stehst du? Ja. Das ist sonnenklar. Aber das ist so krass, was der Kopf da aus einem macht. Das, wie gesagt, im Moment. Wenn die Köpfe des Menschen nicht konditioniert werden, wie du das jetzt erfährst, glaubst du, wir hätten die sogenannte Corona-Pandemie? Hm, klar. Never ever. Never. Und das ist ja das Geile daran. Man sieht es jetzt. Man sieht, was der Kopf, was diese angstvollen Konditionierungen mit den Menschen machen. Mhm. Und deswegen ist es jetzt ganz krass an der Zeit, um zu sagen, nee, jetzt entscheide ich. Jetzt entscheidet nicht mehr meine Angst, jetzt entscheidet nicht mehr meine Angstkonditionierung, sondern jetzt entscheidet die Begeisterung fürs Leben. Weil wer weiß, wie lange es dauert. Das ist wohl wahr, ja. Und was du alles noch erleben willst. Und es ist wirklich der Weg, die Begeisterung zeigt dir, wo es für dich leicht geht. Weil es würde so leicht gehen, wenn du begeistert bist. Geht ja alles so leicht. Dann hast du so viel Energie, dann hast du so viel Spaß. Dann geht alles so leicht. Und dann ist alles im Fluss. Und dann, du weißt ja, in jeder Krise oder in jeder Unmöglichkeit gibt es immer wieder Gewinner. Hm. Warum? Wer sind die Gewinner? Na, die Chance in der Krise sehen. Die haben die Angst? Nee, geht ja nicht dann. Geht nur eins von beiden. Ganz genau. Und ich denke, für dich sind jetzt wirklich die Weichen so gestellt, dass du aufhörst mit dem Rumgeeiere, mit diesem Eiertanz und mit dieser Hin- und Her-Überlegung, weil du kannst die Zukunft nicht überlegen. Du kannst die Zukunft nur kreieren. Also es liegt nur an dir, was du da draus machst und an deinen Gedanken und an deinen Erwartungen. An all diesen Dingen liegt es.
was deine Zukunft dir bringt. Es gibt keine äußerlichen Situationen, Bedingungen, die stärker sind als deine Kreationskraft. Und wenn du dich darauf verlässt, und vor allem ist es relativ einfach, du kannst rückwärts gucken, was du alles kreiert hast. Die guten Sachen und die schlechten Sachen. Und du weißt immer, was du gedacht hast und was du erwartet hast. Und das ist immer in hundertprozentigem Zusammenhang. Du hast nie etwas anderes bekommen, als du gedacht hast. Du hast vielleicht mal gedacht, dass du was anderes gedacht hast. Aber wenn du ehrlich bist, hast du... Der Gedanke dahinter war genau das, was du bekommen hast. Und es ist immer so. Das ist bei jedem so, das ist immer so, weil das ist das, wie unser Universum funktioniert. Und jetzt sind wir einfach aufgerufen, unsere Gedanken und Überzeugungen dahin zu lenken, wo die Begeisterung ist, wo es klasse ist, wo es Spaß macht, wo ich wirklich hin will und nicht hingehe, weil. Es gibt keinen Grund. Ich will was. Und dann ist es da für mich. Und vor allem, der Witz ist ja, du kannst dich jederzeit umentscheiden. Du könntest theoretisch von München auch wieder zurückziehen. Klar. Oder weiter in die Karibik. Du weißt nicht, wo dich der Weg hinführt. Aber wenn du keinen Schritt machst, dann wird sich nichts bewegen. Weil die Bewegung bist du in deinem Leben. Du bewegst alles. Ohne dich geht gar nichts. In deiner Realität, in deiner Welt. Bist du der Schöpfer. Und wenn du sagst, es geht nach München, dann geht es nach München. Wenn du sagst, es geht nach München und wir nagen am Hungertuch, dann geht ihr nach München und ihr nagt am Hungertuch. Wenn du sagst, es geht nach München und wir sind super erfolgreich und bauen uns eine wahnsinnig geniale Praxis auf, dann wird es so sein. Eigentlich ist es so einfach, das Leben, oder? Es ist einfach, aber ja, wieder das Aber. Die Gedanken, die machen echt ein total irre. Aber wieso glaubst du denen ja auch überhaupt? Das ist, wie gesagt, die Gedanken, dann kommen die Gefühle dazu. Und wenn die Gefühle, dann blockiert der Körper. Also ich merke das richtig jetzt gerade. Ich habe es auch wirklich gemerkt. Also ich habe es erkannt. Die Gedanken... Dann blockiert der Körper, dann sind solche Angstzustände, dass du, Scheiße, das kannst du nicht machen. Wie willst du das überhaupt machen? Wie willst du es bezahlen? Du hast seit 3 Monaten kein Geld verdient. Wie soll das gehen? Und dann sitzt du da und denkst, dann sitzt du da und sagst, es geht. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann werde ich unterstützt. Ganz einfach. Wie wäre es denn, wenn du in Thüringen bleibst und am Hungertuch nagst und in München die große Kohle auf dich wartet? Wäre doof, oder? Aber die Wahrscheinlichkeit ist in beide Richtungen gleich groß, richtig? Ja. Also. Wo willst du verhungern? Dann lieber mit Blick auf die Berge. Lieber mit Blick auf die Berge, oder? Ja, ja. Und das ist eben dieses Wichtige. Wenn du dich nicht bewegst, wenn du dem Leben keinen Vertrauensvorschuss gibst, weil du bist dein Leben, wenn du nicht in dich vertraust, wer soll dann in dich vertrauen? Kein Patient, kein Vermieter, niemand vertraut in dich. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als krass in dich selber zu vertrauen. Und damit in das Leben zu vertrauen, das aus dir heraus entsteht, rausgepusht wird, aus dir kreiert wird, geschaffen wird. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Aber ehrlich gesagt würde ich lieber mir selber vertrauen, als irgendeinem so komischen fucking Gedanken, der in der Gesellschaft so populär ist. Ja, es gibt so viele Gedanken, die schwirren einfach rum. Und wenn du sie genauer anschaust, dann sind sie total verlogen.
Ja. Dann fragst du den Gedanken und sagst, wo kommst denn du her? Wieso glaubst denn du eigentlich, dass du recht hast? Gibt es hier Evidenzen? Nein, gibt es keine, weil wir alleine unsere Realität schaffen. Das ist so ein tolles Spiel in diesem Leben. Es ist so ein tolles Spiel. Und wenn wir dieses Spiel annehmen, dann wird es auch echt lustig. Ich würde es gerade sagen, ich habe es für wahrscheinlich noch gar nicht angenommen. Nee, du kämpfst noch mit irgendwelchen Gespenstern, alias Gedanken, Überzeugungen, Konditionierungen, Ängsten. Und wenn du schon erkannt hast, dass jeder Gedanke kreiert ja eine Reaktion in deinem Körper. Und dann kannst du doch nicht auf die Reaktion von deinem Körper reagieren. Das ist ja das Allerblödste. Dann kannst du nicht deinen Körper, dein Körper ist ja eigentlich auch nur ein Instrument deiner Gedanken. Aber es ist wie bei der Gitarre, wenn die Saite schwingt, ja, und da kommt plötzlich ein gruseliger Ton raus, dann liegt es nicht an der Gitarre, dass sie kaputt ist. Sondern da liegt es dran, dass du die falsche Seite angeschlagen hast. Aber wie, wenn der Körper dann schon reagiert? Wie Ja, kommt aber man dann dann sag drauf? doch deinem Körper, was er ist. Dann sagst du, ja, Körper, du reagierst gerade auf einen Gedanken, den ich gerade hier gefällt habe. Erkenne ich aber ganz klar, dass es ein totaler Müllgedanke war. Ich geb dir jetzt den richtigen Gedanken. Ich gebe dir den korrigierten Gedanken. Ich gebe dir den wahren Gedanken. Und der wahre Gedanke kommt immer aus dem Vertrauen heraus. Immer aus der Fülle. Weil unsere Welt, unsere Wahrheit, unsere Existenz ist Fülle. Dass die Mangel ist und dass wir alle so super mangelhaft sind und dass unsere Gesundheit mangelhaft ist und unser Portemonnaie und unser Bankkonto, das ist auch nur eine Überzeugung. Und deswegen auch solche körperlichen Reaktionen wie die sogenannten Panikattacken. Die nenne ich liebevoll Lügenattacken. Ja, okay. Ne? Du erzählst dir lang genug Bullshit, bis dein Körper absolut Overload hat und dann anfängt zu zittern und zu kollabieren. Geil. Ja, Und du genau. kannst so schnell aus so einem Zustand rauskommen, indem du einfach nur sagst, alles ist in bester Ordnung. Es ist immer für mich in bester Ordnung. Ich bin hier. Als göttliches Wesen, ich bin getragen, ich bin gewollt, mein Herz schlägt. Das ist mein Beweis dafür, dass ich immer noch gewollt bin hier in meiner Existenz. Und nachdem ich komplett gewollt und angenommen bin, dann bin ich auch sicher. Und schon sagt dein Körper, ei, ei, Captain, ich befolge Ihre Order. Das ist das Einzige, was der Körper macht, der befolgt die Order deines Kopfes. Und dann zu sagen, oh, mein Bauchgefühl ist so schlecht. Ich habe so ein mulmiges Gefühl im Bauch. Das kann nicht gut sein. Klar kann es nicht gut sein, wenn du schlecht drüber denkst und schlechte Erwartungen hast und schlechte Geschichten drumherum denkst. Ja, das sind alles so Meers. Was ist Ja. der Plural von Meer? Eine Meer? Mehreren. Hä? Eine mehr, die mehreren, oder? Ja, das sind eine der vielen Meeren, wo wir tatsächlich, ja, mein Bauchgefühl war schlecht, also war die Idee schlecht. Nein, die Idee war überhaupt nicht schlecht. Die Vorstellung und die Konsequenz, die du in die Idee rein interpretiert hast, war schlecht und das hat dein Körper dir gezeigt. Also da geht es wirklich darum, rauszukriegen, wo fängt es denn an? Und es fängt immer beim Gedanken an. Und ich kann doch nicht meinem verlogenen Körper, der nur ein Instrument meiner Gedanken ist, irgendwie einen Glauben schenken. Der Man tut's reagiert. aber. Man tut's, weil es halt sich real anfühlt. Das ist das, die Ja, Krux daran. aber wer ist schlauer? Der weiß, ist schlauer. Ich mach mal nebenbei Licht an. Mach ruhig. Also wenn hier noch jemand live am Zuschauen ist, ich rede jetzt mit euch, ihr lieben Facebook-Leutchen, wenn ihr noch was, ich habe hier nebenher das Handy liegen, wenn ihr noch eine Frage habt oder vielleicht auch Andi Wenke, schreibt es einfach rein.
Also, du, Dr. Joe Dispenza kennst du ja auch, ne? Und was Ja. sagt er immer? Sei größer als dein Körper. Ja. Was meint er damit? Das, was ich gerade gesagt habe. Lass dich nicht von deinem Körper verarschen. Sag du deinem Körper, was wahr ist. Du entscheidest, was wahr ist in deiner Realität. Und das ist Freiheit. Und wenn du zu diesem Punkt nicht kommst, mit Selbstdisziplin und Gedankenhygiene und Klarheit und Wahrheit, wirst du halt nie frei sein. Und dann wirst du, und die Freiheit ist aber auch so sicher, ja? Die Freiheit ist so sicher, weil du weißt, du kreierst alles, du weißt, dein Fokus, deine Wahrnehmung, deine Überzeugung ist die Wahrheit. Du weißt es. Und ich sage auch nicht, dass es eine einfache Geschichte ist, aber es wäre es doch mal wert, diesen Weg auszuprobieren. Ja? Also jetzt zum Beispiel alle Frauen, die jetzt dann Ende dieser Woche fertig sind in dem Mastermind Master of Divine Creation, die haben alle die Hosen voll gehabt. Und die haben alle kein Geld gehabt. Echt? Aber Okay. sie haben alle gewusst, wenn sie es nicht machen, werden sie dort bleiben, wo sie sind, und es wird sich nichts verändern. Und so ist es halt. Wenn du deine Gewohnheiten, wenn du deine, vor allem deine Denkgewohnheiten, ja, man glaubt ja, es geht hier irgendwie um Gewohnheiten, ob ich mit links oder mit rechts die Zähne putze oder ob ich morgens Kaffee oder Tee trinke, aber darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht tatsächlich um die Denkgewohnheiten, um die Überzeugungen, die sind die Stärke. Ob du jeden Morgen Kaffee oder Tee oder so trinkst, das ist völlig wurscht. Wichtig sind die Denkgewohnheiten und wichtig sind die Überzeugungen, weil die bestimmen dein Leben. Und da ist es essentiell, richtig zu denken in Bezug auf deine Wünsche und in Bezug auf deine Träume. Ja? Und da halt, ich schreibe genau Hose voll. Hose immer voll, oder? Mürriwet. Alle immer wieder Hose voll. Aber davon darf man sich nicht Schön zu aufhalten wissen, dass es allen so geht. lassen. Ich kann dir schwören, es geht allen so. Aber alle, die nachher für sich gesprungen sind, alle, die nachher gesagt haben, ich habe so die Schnauze voll von diesem Rumgeeiere. Ich habe so die Schnauze voll von dieser Angst und von diesem Eiertanz. Und ich spüre ganz genau, da geht was, da geht mehr, da ist so viel mehr in diesem Leben für mich. Und das ist ja genau auch das, was ich jetzt, was ich in dem nächsten Mastermind, die Frau, die alles hat. Genau dahin, weil es ist alles in uns vorhanden. Wir sind alle angeschlossen an alles. Das sagt mir jeder, ja, genau. Oder? Du auch. Ja. Ja, und dann sage ich, ja gut, und was machst du jetzt aus dem Wissen? Ja, jetzt weißt du doch, dass du an alles angeschlossen bist und alles ist für dich da. Wie zapfst du das Wissen jetzt an? Das ist doch interessant, oder? Das ist in, ja, genau. Warum setzt sich damit keiner auseinander? Alle wissen so schlau, dass alles da ist und wir leben in Fülle und Universum und bla bla bla, aber keiner macht sich die Mühe, mal konkret damit zu arbeiten. Warum eigentlich nicht? Ja, genau, wegen dem Gedanken, weil man vielleicht auch denkt, ja gut, vielleicht bin ich ja gar nicht angebunden oder keine Ahnung. Man ist ja, ich glaube, der Urgedanke ist diese Trennung allgemein, die das alles irgendwie. Wo kommt denn die her, die Trennung? Dieser Gedanke der Trennung. Ja, und was ist denn getrennt? Angst oder. Ja, was Das ist erzeugt ja Trennung? die Angst. Das erzeugt ja die Angst. So würde ich jetzt sagen. Dieser Gedanke der Trennung erzeugt die Angst. Aber wovon bist du denn getrennt? Was denkst du?
naja, vielleicht getrennt von allen. Ne? Man denkt ja immer, dieses, wie man sagt, All-Eins-Sein, das fühlt man ja nicht. Man denkt ja immer, man ist für sich oder man, keine Ahnung, was daraus für ein Scheiß. Ah, das ist ja alles, es ist ja sehr interessant. Genau, dieses All-Eins-Sein, was erwartet man denn von dem? Jetzt ist sie weg. Oh. Jetzt bist du wieder da. Genau, was erwartet man denn von dem All-Eins-Sein? Das ist eine gute Frage, die ich mir noch nicht gestellt habe. Was erwartet man von dem All-Eins-Sein? Das ist gar nicht so kompliziert. Ja, ich denke schon, ich und meine Gedanken sind eins. Naja, dass man den Geist, dass alles zusammen ist. Ich und meine Gedanken. Wir sind eins, immer. Richtig? So. Und jetzt kannst du entweder eins Haufen Angst sein mit deinen Gedanken oder eins Haufen Begeisterung und Freude mit deinen Gedanken. Und schon ist die Illusion der Trennung aufgelöst. Es ist alles gar nicht so kompliziert. Es ist wirklich alles gar nicht so kompliziert. Wir studieren immer so viele Lehren und so weiter und versuchen irgendwie immer alles rauszufinden, aber es ist so einfach. Es ist eigentlich wirklich viel zu einfach, deswegen glaubt es ja auch fast keiner. Ja. Ja. Das ist ja wie wir jetzt am Anfang geredet haben. Man denkt, ach du Scheiße, dieses ganze Chaos und wie und was und wo. Man zieht sich dann so sehr in einem verstrickten Theater, wo man denkt, ach nee, Decke drüber, es bleibt alles so beim Alten. Also das ist wirklich, glaube ich, so das schlimmste Szenario, dass man sich echt krank denkt. Ja. Und Krankheit kommt auch nur aus den Gedanken. Der Körper folgt. Und jetzt erzählst du dir mal lange genug, du bist nicht gut genug und es klappt nicht und du hast zu wenig Geld und du bist die Einzige, die immer scheitert. Und dein Leben war ja sowieso schon zum Scheitern vorhergesehen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir hier noch ein paar Antworten. Fülle und Schöpferkraft für das All-Eins-Sein, ja, und darum geht's. Und die Schöpferkraft liegt in unserer Vorstellung. Und unsere Vorstellung entsteht aus Gedanken. Aus dem, was wir drüber denken. Schon haben wir die ganze Macht und die ganze Power da. Alles eingesagt. Und jetzt geht's drum, zu üben und dran zu bleiben und klar zu bleiben und die Angst in den Keller zu schicken, wenn sie hochkommt, weil sie ein verdammtes Lügenpäckchen ist. Und das ist genau der Grund, warum ich jetzt dieses Mastermind mache und auch mit diesem 1:1 Mentoring, weil du kommst nie weiter als einzelner Mensch, wenn du keinen Support hast. Dann hockst du immer in deinen Gedankenschleifen und wirst immer wieder zurückgezogen. Und das ist auch das, was ich jetzt einfach sagen kann, was in dem Divine Creation Mastermind passiert ist. Die haben alle Lügen entlarvt, die da gesessen sind in ihrem Köpfchen, in ihrem Hinterköpfchen, in ihrem Hinterunterköpfchen und haben die alle auf den Tisch gelegt und haben gesehen, verdammter Bullshit. Diese ganzen Gedanken und Überzeugungen haben mich vom Leben abgehalten. Ja. Und das ist das, wo du auch gerade dran, drauf und dran bist, nicht weiter zu leben, obwohl das Leben dich ruft und es ruft. Hier sind alle Möglichkeiten, hier sind alle Chancen. Fang doch irgendwo mal an, pack eine Chance und geh weiter und geh und geh und geh und lebe. Und wieder hier diese Sache mit dem Herz, ja? Das Herz will in Begeisterung leben. Weil deswegen hört es ja auch manchmal auf zu schlagen, wenn die Leute den Lebenswillen verloren haben. Und darum geht's. Es geht wirklich darum. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass immer mehr Frauen sich einfach trauen, ihre Träume
mit ihren Träumen eins zu werden. Und im Moment gibt es ganz, ganz viele Menschen, die mit ihren Ängsten eins sind. Mhm. Und dann haben sie ein Leben in Angst. Angst, klar. Und jetzt stell dir vor, du wirst jetzt mit deinen Träumen eins. Was hast du dann für ein Leben? Das sieht schon besser aus. Ein Traumleben. Wenn die anderen ein Angstleben haben, dann hast du folgerichtig ein Traumleben, wenn du dich mit deinen Träumen verbindest. Und hier geht es wirklich darum, und deswegen mache ich auch den Job, dass wir dazu da sind, in diese Kraft und in diese Power einzutreten. Und während wir uns selbst diesen Lebenstraum, diesen Traumleben ermöglichen, sind wir Beispiel. Und es braucht doch ganz schön viele Beispiele, oder? Ja. Für diese vielen Menschen da draußen brauchst du richtig viele Beispiele, zum einfach sagen, ja, und ich habe Schiss gehabt, aber ich bin trotzdem gegangen. Meistens, weil das, was die Alternative gewesen wäre, die bekannte Alternative einen so angekotzt hat, dass man mit dem Arschtritt vorwärts gegangen ist. Ja. Aber es ist doch viel, viel angenehmer, wenn du von deiner krassen Vision angezogen wirst wie so ein Magnet, als dass du immer wartest, bis hinten wieder der Arschtritt reinfeuert. Oder? Oh ja, ja. Also das Wichtige ist wirklich, dass du dich immer wieder, jeden Moment darauf entsinnst, wer du bist als Schöpfer und wie Schöpfung funktioniert. Und wer dich lenkt, deine Vorstellungskraft. Ja, und in dieser Vorstellungskraft ist ja so viel drin. Wie kann ich es mir vorstellen? Wie wird es sein? Wie fühlt es sich wohl an? Ja, das ist ein riesenschönes Package. Das ist wirklich diese Endsituation, die du dir, und da warst du ja auch dabei mit diesem 6-Schritte-Prozess, oder? Ja. Die Ladies im Divine Creation Mastermind machen das dauernd und die kriegen Zeug, da staunst du nur. Die kriegen Unterstützung, die kriegen Geld, die kriegen alles, nur mit diesem Prozess. Und auch last minute, ja, auch wenn es zum Teil mal schlecht ausgesehen hat und oh mein Gott, jetzt geht es nicht weiter, jetzt bin ich in der Sackgasse, jetzt bin ich finanziell voll am Arsch, jetzt geht es gar nichts mehr. Zackete geht das Türchen auf. Und keins von diesen Türchen hatte man vorher bedacht. Okay. Die Lügengeschichten haben diese Türchen nicht in Betracht gezogen. Nein, 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 diese Türchen nicht. Ja, und das ist das, was man erkennen muss. Der Kopf weiß das nicht. Aber eben dein Herz. Und dein Herz will leben und dein Herz will leben mit Natur und Freiheit und schöner Luft und einfach mal was Neues erleben. Also, go for it, oder? Go for it. Da ein gutes Vorbild, das zum Nachahmen anregt. Was sie jetzt meint, weiß ich jetzt auch nicht. Aber du wirst echt krank, wenn du nicht gehst. Das weißt du, oder? Ich glaube ja, ja. Ich hab mir das Szenario schon vorgestellt, was ist, wenn ich es jetzt nicht mache, wenn ich die Chance verstreichen lasse. Das hat sich echt scheiße angefühlt. Ja, und dann machst du dich noch krank mit diesen weiteren Gedanken, ja? Und dann hockst du da in deine Gedankensuppe, machst dir dann auch noch eine Packung Vorwürfe und dann kannst du es gleich sein lassen. Manchmal spürt man es ganz genau, oder? Und du spürst es auch. Du hast jetzt einfach nur von mir das nochmal hören müssen, ob ich das auch spüre. Ja, ganz ehrlich, also es ist wirklich so, die was ein Gedanke mit dir macht, ist der Wahnsinn. Ja, aber wenn jetzt so ein Vollarsch neben dir sitzt, der dich echt nicht gerne hat und dir die ganze Zeit irgendwas in den Kopf reintextest, was machst du mit dem? Schmeiße ich raus. Richtig! Und du findest in dir,
Und das ist auch wieder etwas, was ich lehre in dem Mastermind, die Frau, die alles hat. Du, in dir gibt es diese Frau, die alles weiß und die dich total cool coachen kann zu deinen Wünschen und zu deinen Träumen. Nimm doch mal zu der Kontakt auf und frag doch mal die, anstatt dass du die ganze Zeit auf diesen Vollarsch, der dich eh nicht leiden kann in deinem Kopf, Aufmerksamkeit gibst. Weil jeder, der dir irgendetwas sagt, was dich klein macht, was dich beschränkt, was dich entkräftigt, kann dich nicht gerne haben, oder? Wohl wahr, ist was dran. Ja, ist was Wahres dran. Und wo die Stimme letztendlich herkommt, ist eigentlich egal. Man sollte nicht darauf hören. Und es gibt eine Stimme, die ist dein Cheerleader. Ja, nennst, von mir aus sitzt die in deinem Herzen, wo auch immer du diesen Kontakt aufnimmst. Und es ist so einfach zu unterscheiden, ja? Ist die Stimme ermutigend? Ist es eine Cheerleader-Stimme oder ist es eine Stimme, die mich fertig macht, klein macht und mickrig macht? Du weißt ganz genau, was es für eine Qualität hat und du entscheidest jedes Mal, hau ab. Oder, ja gut, genau, du hast sicher recht. Ja, ich werde es finanziell nicht auf die Reihe kriegen. Ich bin ja die totale Loserin. Ja, genau, das Leben meint es ja voll schlecht mit mir. Ja, hast total recht. Kannst du nicht ernst nehmen, oder? So eine Unterhaltung. Also, entscheide dich und lass dich von deiner inneren Cheerleaderin zu deinen Träumen und deinen Wünschen führen. Und erlaube nicht, dass es irgendwelche Einschränkungen gibt. Weil warum soll es die geben? Wenn du sie nicht kreierst, gibst du sie nicht. Ich weiß, es geht komplett gegen das, was wir gelernt haben. Total, ja. Aber wir haben Scheiße gelernt. Ich weiß, deswegen erleben wir auch Scheiße, oder? Ja, ganz genau. Ja. Und deswegen ist jede einzelne Frau aufgerufen, sich umzulernen, in ihre Kraft, in ihre Schöpferkraft zu gehen und wirklich diese Frau auf die Frau zu hören, die alles hat, die alles weiß, die sie liebt, ja, da in uns wohnt diese Frau, die liebt uns so, die will das Größte für uns, während wir beschäftigt sind, mit irgendeinem Vollarsch in unserem Kopf zu diskutieren. Und das muss aufhören, ja. Und heute ist Weltfrauentag und deswegen muss es jetzt heute beispielhaft bei dir aufhören. Und alle anderen, die es sich jetzt anschauen auch, die will ich hier nochmal ganz, ganz herzlich einladen zu dem Mastermind, die Frau, die alles hat. Und da sind 9 Mentorinnen dabei, die 1:1 begleiten zusätzlich sogar noch. Das ist golden. Sowas gibt es normalerweise gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gesehen habe, dass es so ein Programm gibt zu diesem Preis mit so einem Support. Und verdammt nochmal, entweder kneifst du jetzt dein Pöbelchen zusammen und gehst das selber durch, oder du kommst ins Mastermind und bist dabei. 20. März fangen wir an. Und dann wirst du sehen, da passiert Zeug, das glaubst du gar nicht. Du kannst bei mir auf YouTube schauen, da habe ich jetzt die ganzen Mentorinnen hochgeladen, okay, die alle so ein bisschen von ihrer Geschichte preisgeben, wo man einfach sagt, das geht doch gar nicht. Okay. Aber man sagt ja doch, weil es halt geht. Weil es geht. Weil wir, es gibt niemanden und nichts, was in unserer Realität rumschöpfen kann. Außer das, was wir denken und das, was wir glauben. Und das musst du dir jetzt einfach einfiltern, ja? Und auch für die anderen, die jetzt zuhören und so, es ist so wichtig, in diese Klarheit zu kommen. Und da hilft Schreiben. Okay. Und du, Wenke, kennst diesen 6-Schritte-Prozess. Du musst den machen. Du musst den machen. Und die anderen, die es hier hören, die müssen zu mir in den Mastermind kommen. Dann kriegen sie den beigebracht.
Das ist leicht, oder? Aber man muss es machen. Man muss es machen, genau. Man muss es machen, aber lieber sitze ich da oder sitze auf dem Sofa oder gucke mir einen Film an und dann macht und dann redet der Vollarsch mit mir. Anstatt, dass ich sage, jetzt nehme ich einen Stift, einen Zettel, ein Papier und mache diesen 6-Schritte-Prozess. Und da geht der Vollarsch sofort weg. Weil der hat keinen Bock auf geile Sachen. Der hat keinen Bock auf Freude. Der will das nicht. Der kommt nicht mit, wenn du zur Freude gehst. Ja? Der kommt gar nicht mit. Das ist ja das Geile, oder? Das stimmt. Wenn man Spaß hat, dann hat man keine schlechten Gedanken. Geht ja gar nicht. Genau. Also häng den ab. Geh joggen, tu tanzen. Nimm dein Blatt Papier, mach den 6-Schritte-Prozess. Kaum kommt der Idiot, weißt du, wie du wieder abhängen sollst. Setze dich wieder hin und so gehst du zu deinen Wünschen und zu deinen Träumen. Stell dir mal vor, wie idiotisch das ist. Von einem imaginären Geist lässt du dich von einem tollen Leben abhalten. Kann es ja wohl nicht sein, oder? Also, jetzt hast du die ganze Strategie, jetzt weißt du, was du tun musst. Es bleibt nur eins, du musst es tun. Du musst es tun und jedes Mal, wenn wieder etwas dich dorthin zieht, wo es sich nicht gut anfühlt, musst du dich selber coachen. Oder du kommst mit, die Frau, die alles hat. Du hast sowieso finanzielle Probleme, es kann nur besser werden. Melde dich an, glaub an dich und zieh's durch. Veränder dein Leben. Weil du es wert bist und weil es jeder von uns wert ist, weil es jeder wert ist. Und weil alle möglichen Menschen sich stundenlang mit einem Vollidioten im Kopf unterhalten. Das kannst du nicht sagen. Okay. Geh da durch, ermöglich dir deine Träume. Du bist selber Therapeutin, du kannst Menschen helfen. Und da ist Kraniosakraltherapie ist eines. Ich war übrigens heute auch bei meiner Freundin, ganz tolle Therapie gehabt. Auch aber Kranio? Wenn ich, hä? Auch Kranio? Ja. Ah, super. Nur wenn ich dort bei dir auf der Liege lege und Scheiße denke, dann kann ich gleich daheim bleiben. Das stimmt wohl, ja. Und so ist es bei allem, ne? So ist es bei allem. Es ist wirklich dieser Kopf, diese Gedanken, diese Überzeugungen, die im Herz anfangen dürfen, weil das Herz weiß, wer wir wirklich sind. Du hast jetzt deine ganz ureigene Herzdefinition von mir. Du darfst sie noch ausschmücken und du darfst vorangehen. Und wir freuen uns, dass wenn du uns irgendwann mal wieder erzählst oder postest auch, ja, du bist ja auch in der Facebook-Gruppe, poste doch, erzähl doch von deinen Schritten, erzähl doch von uns, von deinen Wünschen und von deinen Träumen, anstatt dass du deine Zeit vergeudest, um mit dem Idioten in deinem Kopf zu reden. Oder poste, mach Postings und stell Fragen. Es gibt überall Unterstützung, ja, auch wenn du jetzt, also das Absolute wäre, wenn du in das Mastermind campest, aber hol doch dir Unterstützung, die dich dahin treibt, wo du hin möchtest. Und es gibt ganz viel gratis. Und der Witz ist auch, weißt du, wenn man entscheidet, dass man nicht alleine ist, sondern dass man entscheidet, hey, ich habe Cheerleader und die hast du auch hier in der Facebook-Gruppe, wenn du dich zeigst und sagst, hey, kann mich mal bitte einer anfeuern? Da sind so viele unbekannte Menschen da. Ich habe es jetzt wieder gesehen, auch die 11 Frauen in dem Mastermind, die kannten, manche kannten sich, manche kannten sich nicht. Die wollen sich nicht mehr missen. Upsi. Also. Ah, gut. Ja, ich habe es gerade gehört und es ist auch die Stunde vorbei. Länger wie eine Stunde wollte ich nicht machen. Ich glaube, wir haben ganz schön viele Leute inspiriert hier. Danke, Wenke. Sehr gern. Ich danke. Ich habe zu danken. Und ich hoffe, du bist jetzt auch noch einen Schritt weiter und du gehst nicht wieder zurück in den Keller. Aber dieses Live bleibt hier. Du kannst es dir immer wieder anschauen.
Super. Und ich hoffe, du gehst für deine Träume, weil deine Träume wollen dich, sonst kämen sie nicht. Deine Wünsche sind da, damit du sie erfüllst. Deine Wünsche sind nicht da, um dich traurig zu machen. Wäre ja blöd, oder? Das wäre blöd, ja. Aber wir glauben immer, unsere Wünsche sind da, damit wir traurig sind, weil wir sie uns nicht erfüllen Genau, können. genau. Aber die Wahrheit ist, unsere Wünsche sind da, weil wir sie erfüllen sollen. Sonst wären sie ja nicht da, sonst können sie, bräuchten sie ja gar nicht kommen, sonst bräuchte ja diese Idee gar nicht kommen. Die ist wichtig, diese Idee. Wenn wir diese Ideen und diese Wünsche nicht hätten, dann würden wir uns alle irgendwo im Keller einsperren und Wasser und Brot essen, bis wir das Zeitliche segnen, oder? Also die Wünsche sind geil, die sind unser Lebenselixier. Das sind die Samen, aus denen unsere Zukunft gemacht ist. Nur wenn wir diese Samen vertrocknen lassen und zerschreddern und drauf rumhüpfen und dann, ja, dann kann der Samen nicht weitergehen und der kann nicht aufblühen. Und wir sind aber hier zum Schöpfen. Und das ist auch eine Facette des Schöpfens übrigens, ja, dass wir unsere Wünsche in die Realität bringen. Das ist wie wenn du eine Blume pflanzt, ja, da hast du einen Wunsch, dass da die Blume irgendwann mal aus der Erde rauswächst. Aber dazu musst du diese Blume, diesen Samen für die Blume einpflanzen und musst dafür sorgen, dass es dem Samen so lange gut geht, auch wenn du nicht siehst, dass es ihm gut geht, musst du dafür sorgen, dass es ihm gut geht, bis du siehst, dass er da ist. Also musst du deinen Traum so lange hegen und dafür gehen, bis du merkst, wow, ist alles da. Aber meistens merkst du es gar nicht mehr, weil du so begeistert bist vom Hegen und vom Pflegen. Dass es ja nachher eigentlich völlig normal ist, dass die Blume ja da ist. Ja? Also wir sind wirklich da, um ein tolles Leben zu haben. Wir sind, das sage ich nochmal für alle, wir sind wirklich hier, um dieses Leben zu feiern. Alles andere macht gar keinen Sinn, oder? Es macht keinen Spaß. Alles andere. Es hört sich nicht nach Lebenssinn an, oder? Nee, nee. Eben. Alles, was hier da ist, um zu leben. Nochmal eine Blume, ja? Eine Blume ist hier, um zu leben, um schön zu sein, richtig? Um zu blühen. Um zu blühen, um Freude zu verbreiten, um einfach schön zu blühen. Jeder Baum, alles eigentlich, jedes Tier. Wieso dann der Mensch nicht? Ja, genau. Genau. Also, wir bringen jetzt die Welt in Ordnung, indem wir nämlich wissen, was wahr ist und was richtig ist, und wir lassen uns keinen Scheiß mehr erzählen. Abgemacht, Wenke? Abgemacht. Super. Also, ich freue mich auf deine Zukunft. Danke nochmals. Bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss.